Hallo und herzlich willkommen in den Borderlands, wieder mit der lieben Sandy. Hallo, Hi, hi. willkommen. Oh, Muss auch die was Quali meinst? besser sein von meinem PC, weil ich bessere Einstellungen jetzt habe, weil die Grafikkarte wieder geht. Ich hoffe mal, ich habe alles richtig eingestellt. Ich bin nämlich ein Noob auf dem PC und deswegen spiele ich auch jetzt mit Maus und Tastatur. Das wird bestimmt lustig. Dann lass mal nicht hier rumwühlen, hier waren wir schon überall eigentlich, Das ist auch oder? alles wieder da. Bei Okay. Borderlands ist das immer, du kannst auch die Lootboxen so abfarmen, die sind immer wieder da. Also Ist die, ja wo die fies. Unique-Items so quasi drin sind. Kann ich nicht einsammeln. Ohne Pistole, ne? Ja. Gut, dann lass mal weitermachen zur Genau. nächsten Aufgabe. Wir müssen Scar töten und das Bein von TK Baha wieder besorgen. Genau, und das ist Ja. wieder in dem Gebiet, wo wir waren. Wo sprinte ich denn überhaupt? Das hab, ah, hier. Oh, ja, da krieg ich den. Reloaden tut man wahrscheinlich auf R, ne? Genau. Wo ist ein Nahkampf? V. Oh Gott, das treffe ich ja niemals. Nahkampf ist abgesagt, Leute. Wo müssen wir hin? Gute Frage. Wo ist denn der? Ah, da unten ist die Map. Ach, da hinten rum müssen wir. Hoch müssen wir. Gerade hochgeklettert? Nee, dachte schon. Dachte, du bescheißt schon wieder. Das wäre auch mal was. Du bist schon ein Level höher als ich. Du Bescheißer. Ah, Mistvieh. Komm. Happen. Geht doch. Großwildjäger hier. Ah, Granaten auf G sehe ich gerade. Sehr schön. Erschossen. Ja, wir müssen, genau, wir müssen ja über die Reise wieder hier hinten rein. In Gott. Haust du mich gerade? Ich fasse dir. Wie unhöflich. Weiß ich nicht so genau. Ich sprich mit meinen Fingern rumspiele. Mal wieder hier rein. Ja, genau, da müssen wir jetzt. Ah, wir haben uns auch offscreen noch aufgeskillt. Ich bin auf den Bloodwing gegangen, also auf meine Spezialfähigkeiten. Sandy ist, glaube ich, auf die, was war es, Nachlade, ne, oder so. Ich bin auf Quecksilber, also auf verbesserte Feuerrate und auf mehr Crit. Ah, Feuerrate war es nicht, Nachladen, ja, stimmt. Oh, Sniper-Muni. Und hier hinten haben wir, glaube ich, sogar noch eine Quest für diese Gegend, weil das war nämlich das, was ich gedacht habe, dass man nicht so oft in dieser Gegend hin und her muss, weil hier ist, glaube ich, noch ein Tagebuch. War scheinbar lange den Elementen ausgesetzt. Banditen-Datenschreiber. Ah ja, hier kann man nämlich noch eine eine Mission Quest, an. Genau, nehmen wir mal an. Welche ist Da denn ist das? noch eine Kiste. Oh. Wir haben aber immer noch Scarhas Bein ausgewählt, ne? Genau, TK Scar getötet. Ja, hier, der, da unten ist nochmal der Spooky. Hast du ein Blatt? Ey, halber. Yay, Level up! Den hast du mir geklaut. Den habe ich dir geklaut. Guck mal, ich muss ja aufholen im Level up. Oh Mann, ich treffe es auch gut. Flieg und Sieg. Ey, du klaust mir die ganze Zeit die Schüsse. Was ist ja, du wartest, dass ich runterschieße und klaust dann die. Da kommen noch mehr. Gerade ich. Ich hab keine so Feuerrate wie du. Ich hab einen Sniper. Komm da hinten gar nicht ran. Die müssen erst rumkommen. Ich komme sonst nicht ran. Oh Scheiße, wo kommen die denn alle her? Wo ist denn das Viech? Ja, wo kommen die denn alle her? Geht ja ab hier wie die Luzi. Ich hab halt keine Muni mehr, wenn ich so weitermache. Doch, noch geht noch. Wo holst du dir denn alle her? Das ist eine gute Frage. Kommen hier überall rumgekrabbelt, die Mistviecher. Wenigstens hat er Geld.
So, ich gehe mal auf Dings und direkt noch einen Punkt verteilen auf den Bloodwing. Wir müssen weiter. Da wird ein Schatz angezeigt auf der Karte, oder? Ein Geldsack. Geldsack? Achso, ja, tatsächlich. Wo ist denn der? Angeblich hier. Achso, hier, das ist wahrscheinlich die Muni, oder? Ja, bestimmt, ne? Ja, war so. Kommen schon wieder Viecher. Gibt's doch gar nicht. Ganz Mistviecher her. Jetzt haben wir wenigstens schon mal ein bisschen aufgeräumt. Schnauze. Oh, hat die eine Streuung, die Pistole. Ja, ich habe gesehen, du bist, glaube ich, sogar schon in irgendeiner Waffe bist du aufgelistet. Ich habe auch gesehen, irgendein Viewer hat gesagt, ist natürlich nicht klassengebunden, welche Waffen man verwendet. Hat er dir als Comment, glaube ich, geschrieben, ne? Dass du auch als Sirene... Ja, ich will es alle Waffen nutzen kann, ja. Aber ich will die benutzen, ja, hier. Das ist auch klar, aber es ist natürlich auch sinnvoll, am Anfang bei ein oder zwei Waffen zu bleiben, weil man eben dann den Waffenskill verbessert, also Feuerrate, Schaden und alles mit diesem Waffentyp. Und das ist natürlich dann am Anfang gerade schon mal, später kann man das immer ein bisschen variieren. Jeder hat mich angespuckt. Oh. Spucker. Wo müssen wir überhaupt lang? Wir sind total falsch. Wir müssen da oben lang. Da hinten irgendwo. Nee, außen rum, wa? Ah, hier ist noch was zum Einsammeln. Ja, genau, wir müssen, glaube ich, außen. Waffe, eine Schrotflinte oder irgendwas. Da liegt auch noch ein bisschen Zeug rum. Oh, was war denn das? Schild aufgenommen, habe ich, glaube ich. Dreckshügel drin gelegen hat. Noch was zum Aufmachen. Voll gegen dich gelaufen. Hast du Kicken oder was? Wie bitte? Kicken. Wo ist der Kicken? Kicken. Kicken. Mit deinem breiten Himmel dann hier die ganze Straße versperrst, ey. Ah, das waren die Milf-Granaten. Die Milfs, genau. Sniper? Hyper. Ach, man kann auch mit E kaputt machen hier die Erdhügel, das ist natürlich toll. So, wir kommen ja richtig schnell voran, oder? Ja, wirklich. Nicht. Oder Bunker. Genau, lass weiterlaufen. Ich glaube, das ist auch so ein kleiner Boss, den wir da, den Scar da. Schieß doch! Mann! Ja, noch ein Spucker, aber wie viele sind denn? Ja, gerade der Knarre hier ist echt scheiße. Boah. Du hast dich selber gerade gesprengt. der hat mein Schild kaputt gehauen. Also durchgehauen. Ja, gerade der Snipe ist einfach zu langsam. Reicht nicht für einen Schuss zu töten, das ist schlecht. Und dann dauert es ewig, bis er den zweiten nachsetzen kann. Deswegen, ich brauche eine halbautomatische Sniper. Ah, okay. Oh, kacke denn. Oh. Nicht nah. Vögel. Wollten uns gar nicht angreifen. Komm jetzt. Wow. Wow, der macht aber ganz schön Damage, der Scheißvogel. Aber meiner fliegt auch dabei. Ja, sehr schön. Ach so, jetzt wollte ich deinen noch abknallen. Schade. Hätte ja bestimmt Spaß gemacht. Oh, eine Pumpgun. Dann nehme ich die. Wenn du sie nicht haben willst und liegen lässt, kauf die. Ich muss mal gucken. Da liegt noch Geld. Ich nehme nichts auf, was weiß ist. Ich habe eine Explosiv-Granaten-Mod. Klebegranate hier. Hast du nicht? Nimm doch. Willst du nicht? Ich habe ja. Nee, ich schmeiße ungern Granaten. Oh, ich habe die Murph, weil die machen mehr Kollateralschaden. Hier, ja, mein Audio-Datei. Achso, abspielen, genau. Man versteht kein Wort, auch nicht schlecht. Wo müssen wir denn jetzt lang? Geprägt. Also weiter hier hoch. Ich glaube, da hinten... Oh ja, Spucker. Voll, ich treffe ja nicht. Okay. Noch einer. Voll, mich hat er angespuckt. Du hast ihn angelockt. Wohl hier nicht hin, hä? Und ich komme nicht mehr raus. Ich habe mich hier reingepackt.
Oh Mann. Ich komm nicht mehr raus. Hüpf mal. Ich versuch's. Ah, jetzt. Komm, komm. Nee. Da. So eine Scheiße. Oh, wie kacke ist das denn? Kommst du da nicht mehr raus und Mist. Wir haben irgendwie kein Glück. Jetzt. Oh, nee. Ja, jetzt könnte ich aber springen. Oh, ja. Jetzt. Peinlich. Das ist mir voll schön. Da oben ist er, der Scar, guck mal. Oh. Oh Mann, das könnte lustig werden. Mal aufmachen. Der wird bestimmt lustig. Der ist auch Level über mir. Und du bist auch Level. Wo bist denn du? Ah, auch Level 7, ja. Das den schaffen wir doch wohl, wollen wir? Ja. Ja, ich lasse den Vogel schon mal fliegen. Baller ihm eine mit der Snipe auf Entfernung rein. Noch eine, jawohl. Solange er auf Entfernung ist, baller ich ihn mit der Snipe. Ey, du hast Manster Power oder so. Oh, oh. Ja. Warst du tot schon? Also gerade das Maul offen gehabt. Aua, aua, aua. Nein, ich bin irgendwo runtergefallen. Nein! Lass mich noch alleine mit dem Penner. Er ist gleich tot. Komm hoch, ich komm hoch, ich komm hoch. Ich aber auch gleich tot. Komm, stirb! Jawoll! Hinter mir, ich bring mal was mit, ein Spooky und so. Oh, ne. Oh, oh, Medikit hier. Puh. Hier liegen zwei Medikits für dich. Ich hab TK's Bein gefunden. Na gut. Gut, gibt's da noch irgendwas zum Einsammeln bestimmt, oder? Warte, hier war doch noch eine andere Mission. Wo kommt man nochmal auf das Mission-Tagebuch, dass wir das auch hier machen können? Einen Datenschreiber haben wir ja schon von den beiden. Wo waren die Missionen? Catch a Ride haben wir, den Skagulli, da müssen wir wieder zurück. Ja, ne, Skagulli, das ist das, wo wir gerade sind. Das sind die. Einer von den beiden kannst du anwählen. Können wir beide noch machen. Der Windsät habe ich angewählt. Klingenblumensamen. Mach mal zuerst, warum sind sie hier? Ja, das ist nämlich für unseren Level. Und den anderen können wir dann direkt im Anschluss machen. Ja, dann brauchen wir noch den zweiten Datenschreiber. Aber genau. Wir müssen eh noch hier gucken, ob hier noch was zu looten ist, oder? Ja, ich glaube auch, der ist hier irgendwo in der Nähe eigentlich. Ich glaube, der ist irgend so ein Dreckshaufen hier versteckt. Wie es aussieht. Oh, da ist ja noch ein Viech. Ich hab ein Medikit entdeckt. Wow, du Hellseherin. Wenn mein Vogel Kills macht, droppen jetzt auch mehr Gegenstände. Das ist auch so ein Skill vom Vogel. Hab ich gerade eine Granate selber auf mich geschmissen? Oder warst du das? Ja, ich glaube, der hat dich angespuckt. Ja, Typ da. Wo war denn das Medikit? Hast du jetzt schon? Oh ja. Egal, ich brauche nicht viel. Gut. Deswegen. Oh, hinten ist eine dicke Lootbox. So eine. Rote. Es gab die auch überall versteckt hier, da muss man immer. Gibt's denn schön nicht? Mensch, muss man sich fast. Was haben wir denn hier? Oh, eine Pampe. Oh, die Pistole, schlechter als meine. Pistole hat. Ja. Kannst du nehmen. Ist eins besser als meine, die Pistole, aber. Ja, aber meine macht ja Feuerschaden. Aber ich sehe hier nirgends. Ach, hier ist noch eine Kiste. Das ist Munikiste, ist das. Oh, nicht runterspringen. Aber ich sehe hier nirgendwo den Datenträger. Ja, der müsste dann hier irgendwo. Oh, ja, doch runtergesprungen. Hier irgendwo sein. Toll. Bin ich auch runter. Es kann sein, dass ein Gegner den auch hat. Anstatt eine Erdkiste, das kann auch durchaus mal sein. Oh, der wird ja auf der Karte angezeigt. Wir müssen weiter runter. Du siehst es doch auch eigentlich, oder? Ja, deswegen. Ich lauf eigentlich auf den zu. Hier ist irgendwo auch ein Gegner. Ja. Wo hüpfst du denn ständig rum? Du bist echt gestört. Lass mich. Ja. Bin ich wieder voll. Das ist meins. Meins. Nur die Hälfte. Vielleicht? Ja, dann hättest du doch nehmen sollen. Ist doch irgendwo ein Gegner. Hier hoch müssen wir, oder? Ja, denke ich auch. Dort oben den Bogen rumlaufen. Warte, eine Kiste gefunden oder was?
Oh, ich höre was. So, 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 da hinten. Der ist schon tot, oder? Das Schild ist auch ziemlich scheiße, dass ich da ausgerüstet habe, ey. Ist direkt weg, wenn ich einen Hit kriege. Gucken wir mal oben. Mal hochgeklitscht. Nein! Scheiße. Jetzt nicht, müssen wir doch außen rum. Ja. Ah, da hinten über die Brücke, glaube ich, müssen wir. Hier ist ein Safe. Was ist ein Safe? Achso. Geld. Money, Money. Genau, Money, Money. Wir brauchen Money. Das ist mein Inventar. Ich hab ja hier. Auf wen wartest du? Ich glaube, wir können auch die Folge beenden. Ah, okay. Hässliga! Also, ja, ich habe ein besseres Schild, habe ich. Cool. Okay. Wusste ich gar nicht. So, dann sagen wir mal, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr, ne, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Oder einen Kommentar, wenn ihr ein paar Tipps habt, keine Ahnung, Ideen. Ja, dass wir jede Waffe benutzen können, wissen wir, aber ich benutze gerne die SMG. Und ja, der Spooky wahrscheinlich seine komische Sniper. Naja, um sie halb aufzuwerten. Ja, dann schaut beim Spooky vorbei, wenn euch, ja, wenn ihr Spaß dran habt. Wenn ihr das Handy aus dem Zielfernrohr sehen wollt. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über ein Like freuen und hoffen, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn wir durch die Borderlands ziehen. Oder begleitet uns auf weitere spannende Abenteuer in vielen tollen Playlists. Vielen Dank und bis dahin, eure Sandy und euer Spooky.